Na, szavaztok, folytatjuk a Dreamfall-t. Mégpedig a Yamashiro állomásnál. Megérkeztünk tehát Japánba. A Vatikorphoz. Ugye megyünk Riza után. Mik ezek a fura izék ott fönn? Azt nem tudom. És akkor lehet ezzel? Eine Ticketmaschine. Sie verkauft Karten für das Vatikorp Museum. Oh, Museumba ad ez a gép belépőkártyákat. Belépőjegyeket. Ich brauche mein Handy, um die Maschine benutzen zu können. Oké, tehát majd kell vegyünk jegyet a múzeumba. Kell majd múzeumlátogatást csinálni, ezek szerint? Es gibt nur Kaugummi. Und ich mag Kaugummi nicht sonderlich. Jede Packung besitzt einen speziellen Warty-Aufkleber. Okay, das ist wenigstens etwas. Hát én sem vagyok az a rágugumis egyén, Zoe. Úgyhogy ezt megértem. Museum Ticket Office. Ich denke, fast jeder hier arbeitet für die Warty-Corp. És akkor a játék mit írt nekünk? Igen, und ich muss ihm nachgehen. Es gibt so ein bisschen mehr, dem ich nachgehen kann. Ich muss mir nur Zutritt ins Vatikop-Hauptquartier auf der anderen Seite des Canyons verschaffen und dort Kontakt zu dem Verbindungsmann von Reason aufnehmen. Ebbe kell jutnunk a Vatikorp főadi szállására. Aha. Igen. Van egy jó nagy híd, látod? Ott a beléptető kapu, és a nagy híd vezet oda át, és az a lényeg, hogy nekünk oda át kell jutni. Gondolom, az nem lesz olyan hű, de egyszerű. Most nem tudom, ez a múzeum rész, vagy az ott van túl? Lehet, hogy az olyan izével fogunk menni, olyan lebegővel, vagy mi az? Ki ez a csaj? Das ist eine Konzernstadt, was bedeutet, dass jeder hier für die Vatikorp arbeitet. Igen, itt mindenki a Vatikorpnak dolgozik. Jeder wartet, dass die Vatikorp ihr neues Projekt Altura enthüllt. Ich glaube, es ist ein neuer Robot, der eine Vatilla ersetzt. Okay, új Projekten dolgozik a cég, okay. Was damit man das? Water City wurde von der Vatikorp erbaut. Es gibt keinen vergleichbaren Ort. Es ist sicher, sauber und jeder ist Teil der glücklichen Vati-Familie. Ja. Der Ticketschalter hat geschlossen. Natürlich. Heute ist nicht gerade mein Tag. Nem baj, szépségem. Hallo? Irgendjemand hier? Nein, natürlich nicht. Es wäre zu einfach. Ezért van itt ez az automata. Na ja. Außer Betrieb. Kaufen Sie bitte Ihre Tickets am Ticketschalter. Großartig. Das macht Sinn. Na jó. Üzemen kívül van az automata. És az is le van zárva, tehát jegyet akkor nem fogunk tudni így venni. Hello. Ez valami titkos jel, kód, féleség volt ez a... Ez a mozdulat? Vagy miért zoomolt rá ennyire a kamera a lábára? És miért sohajtozik folyton? Leer. Der Mülleimer verbrennt seinen Inhalt automatisch alle 10 Minuten oder so. Es sieht so aus, als würde er auf jemanden warten. Sollte schon hier sein. Oh, Sumimasen? Ah, Komenasai. Ich dachte, dass Sie jemand anderes sind. Verzeihung. Jemand... Oh! Wer dachten Sie denn, wer ich bin? Ah. Oh, meine Verlobte Yuriko. Oh. Sie verspätet sich.
Sie verspätet sich normalerweise nie. Ich versuchte, sie anzurufen, aber da war nur das Rauschen der Stasis. Ach, was rede ich. Sie hat wahrscheinlich keine Lust zu kommen. Warum sagen Sie das? Wir hatten in der letzten Zeit Probleme. Es ist alles meine Schuld. Und wieso? Ich war zu sehr mit meiner Arbeit beschäftigt. Ich habe ihr nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, die sie verdient. Ah, jetzt bin ich raus hier. Besser fühlt. Es hört sich so an, als würden Sie sich Sorgen um sie machen. Das tue ich. Ich weiß, ich habe es versaut. Ich bin... Es tut mir leid. Ich kann nicht. Ich muss gehen. Pedig én megpróbáltam kedves lenni. Valamit kidobott. Ha-ha. Lea, der Mülleimer verbrennt seinen Inhalt automatisch alle 10 Minuten oder so. Akkor még időben kivettem. Zerrissenes Ticket. Ein vollständiges Ticket. Nur in 2 Teile zerrissen. Megvan oldva a jegyprobléma, már csak valahogy össze kéne őket ragasztani. Azért kíváncsi vagyok, hogyha mondjuk más... A mostani beszélgetésnél más lehetőségeket választok, akkor lehet, hogy nem ment volna el a csávó. Lehetett volna egy más forgatókönyvet kicsalni? Nem akartam őt elkergetni igazából. Na mindegy, most már. Sie sieht wirklich traurig aus. Hallo. Oh, hallo, Miss. Mein Name ist Zoe. Wie ist deiner? Oh, ich bin Rico, Miss Zoe. Schön, dich zu treffen, Rico. Auch schön, dich zu treffen. Bist du okay, Rico? Du siehst nicht gerade glücklich aus. Tja, mein großer Bruder Ren sollte sich um mich kümmern, während meine Großmutter und mein kleiner Bruder Hiro das Museum besuchen. Aber dann traf Ren dieses Mädchen und er ließ mich allein. Jetzt sind Obasan und Hiro im Museum und ich habe keine Karte. Das klingt nicht sehr nett von Ren. Er mag Mädchen. Jedenfalls mag er sie mehr als mich. Nun, mein Schatz, so sind die Männer nun mal. Kannst du nicht schnell deine Oma anrufen? Ich habe es versucht, aber ich komme nicht durch. Und da der Automat kaputt ist, kann ich auch keine Karte kaufen. Nun muss ich hier warten, bis sie zurückkommen. Nem fogom neki odaadni a kukából kikukázott, széttépett kártyámat. Ahhoz túl értékes. Wann kommt deine Oma zurück? Ich weiß es nicht. Obasan wollte unbedingt ins Museum gehen. Und sie ist manchmal sehr langsam. Vielleicht, wenn das Museum zumacht. Das dauert ja noch ein paar Stunden. Du wirst dich erkälten. Ich bin okay. Es ist nicht sehr kalt. Weißt du, wie man zum Museum kommt? Oh, ja, du musst das Cable Car nehmen, aber dazu brauchst du ein Ticket. Wo kann ich denn ein Ticket kaufen? Der Fahrkartenschalter hat an den Sonntagen geschlossen und der Automat ist kaputt, darum geht das nicht. Köszépen! Tudok még vele tovább beszélgetni? Hallo, Miss Zoe. Hi, Rico. Wann kommt deine Oma zurück? Ich weiß es nicht. Obasan... Das dauert ja noch ein... Ja, das hatten wir schon. Ich muss jetzt gehen, Rico. Oh, vielen Dank, dass du mit mir geplaudert hast, Miss Zoe-san. Vielleicht bis bald? Aha, okay, tehát ha nincs új szöveg, nem lehet új dolgot kérdezni, mondani, akkor automatikusan abba adja a beszélgetést. Mondjuk ez így jó is. Tehát ugye... A cable car ezzel lehet átjutni a múzeumba, ahhoz kell egy ticket, ami van nekünk.
kikukáztam ugye a kukából. Meine Tochter arbeitet auf dem Hauptcampus, jenseits des Canyons. Sie macht eine Menge Überstunden. Ich habe sie seit Wochen nicht gesehen. Aha. Ich überlege, Water City zu verlassen und nach Afrika zu ziehen. Meine Möglichkeiten hier sind begrenzt. Oh, ő is egy hasbeszélő. De legalább Afrikába akar menni. Menjen, én nem állítom meg. Azt mondja. Ticket. Oh, okay. Das ist, um das Kabelkar betreten zu können und über den Canyon zum Museum zu gelangen. Ja, és... Nem biztos, hogy elfogadja. Das wird nicht funktionieren. Igen. Die Stücke fallen immer noch auseinander. Igen, ezt valahogy össze kell ragasztani, csak úgy fogja elfogadni. Ez itt... Ich denke, fast jeder hier arbeitet für den Multicorp. Várjál, rágógumival össze kell ragasztani, nem? Micsoda ötlet! Ich werde mein Mobiltelefon verwenden müssen, um etwas zu kaufen. Ja, használd a mobilod. Tessék. Jó, kaptunk rágót. Tök jó. És szerintem... Várjál csak itt. Várj egy kicsit. Ó, várjál. Hát itt le lehet menni. Erre még nem is jártam. Hello. Oda nem lehet átmenni. Ez itt a bejárat, ugye? Gondolom a zöld. Das ist ein Verbindungsweg zur anderen Seite des Canyons, aber er wird durch diese Drehkreuze blockiert. Mist. Hát ez így nem fog menni. Nem nyert. Akkor most tudunk elvileg olyat csinálni. Lehet először meg kell rágni, nem? Mert ugye csak utána ragad. Úgyhogy... Opa, várjál. Igen, várjál. Így csinálok egy új mentést, nem újat, de már mint mégis. És akkor... Hey, da ist ein gratis Aufkleber mit dabei. Oké, Aufkleber. Matrica. Ein bunter Aufkleber mit einem Cartoon-Wattilla drauf. Da steht... Chew you later. Verstehe ich nicht. És mi van, hogyha ezt kell? Ennyi. Ennyi. Akkor nem kellett megrágni a rágót, hanem volt rajta egy ragasztó papíron, ragasztó szalagon matrica, és akkor azzal össze tudtuk ragasztani a jegyet. Királyság! Akkor most már talán elfogadja. Talán ez az! Így megy ez. Willkommen bei der Wartikorp. Erfinderin des Wattilla, des Bunnybutt und der beliebtesten und fortschrittlichsten Entertainment-Technologie der Welt. Bitte setzen Sie sich und treten Sie zurück. Die Türen werden geschlossen. Wir werden in Kürze starten. Sie stehen im Begriff, eine aufregende Reise ins Herz der Wartikorp anzutreten und in die erstaunliche Geschichte des erfolgreichsten Konzerns dieses Planeten einzutauchen.
Vom Warty Entertainment System zum Wartilla und noch weiter. Die Warty Corp hat die Menschheit mit Liebe, Freude und mit Milliardenstunden Entertainment beglückt. In wenigen Monaten wird Warty eine Revolution im Home Entertainment auslösen und das aufregendste neue Produkt seiner 200-jährigen Geschichte präsentieren. Project Altera. Es ist eine gute Zeit, Teil unserer immer größer werdenden glücklichen Familie zu werden. Die Zukunft des Warty Entertainments leuchtet hell. Bitte vergewissern Sie sich, nichts liegen zu lassen, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Viel Vergnügen bei Ihrem Aufenthalt im Warty Museum. Hey, hast du einen Namen für mich? Der Name. Habe ich dir erzählt? Verschlüsselung. Bist du noch da? Die Verbindung ist noch schlechter als vorhin, Leaf. Ich kann dich kaum hören. Bleib dran, lass mich. Geschafft. Ich habe uns auf einen geheimen Eye-Channel geschaltet. Das sollte die ganze Sache etwas stabilisieren. Diese Eye-Agent-Software wird natürlich leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Darum müssen wir schnell sein. Bist du noch im Inneren von Warty Corp? Ich arbeite daran. Attergirl. So heißt die Person, mit der du dich in Verbindung setzen musst. Ein gewisser Damien Cavanaugh. Mit einem C und A-U-G-H. Und AVAN in der Mitte. Reza kontaktierte Cavanaugh durch Ryo Kuroki, das tote Mädchen in seiner Wohnung. Ryo und Damien arbeiteten zusammen. Ich erinnere mich, Reza sprach am Telefon mit Ryo, als ich ihn das letzte Mal sah. Also ist Damien Cavanaugh die Quelle. Wie finde ich ihn? Er ist ein Einwohner von Warty City, aber er ist zurzeit nicht erreichbar. Ich glaube, Warty Corp schirmt ihn ab. Mobiltelefone arbeiten innerhalb des Konzerncampus nicht. Wenn er nicht im Netz ist, wird er bei der Arbeit sein. Entweder das oder die Stasis bringt alles durcheinander. Wir werden auf den Ersteren setzen müssen, da ich bereits in die Höhle des Löwen unterwegs bin. Wo genau arbeitet er? Ich weiß es nicht. Ich kann mich in die Warty-Datenbank hacken, aber das könnte einen Alarm auslösen. Und wir wollen doch keinen Alarm auslösen, Schätzchen, oder? Ich weiß, dass Ryo Kuroki als Systemanalytikerin bei Biotech arbeitete und dass Cavanaugh in der Softwareabteilung ist. Ich werde weitersuchen. Ich schicke dir eine Nachricht, wenn ich mehr Infos über den Mann finde. Wir sollten uns von nun an nur noch Kurzmeldungen schicken. Diese Verbindung ist zu riskant und das statische Rauschen überlagert dann dauernd alles. Okay, ich werde ihn finden. Ich muss ihn finden. Viel Glück, Süße, und mach dir keine Sorgen. Shit, da haben sich Agenten eingeloggt, muss abbrechen. Leaf? Olivia? Ich hoffe, sie ist okay. Na, most már tudjuk, hogy ki az összekötő emberke, a kontaktunk. Hűha, ez... Liebe Grüße, Cat. Ki ez a Cat? Szia, ez olyan, hogy wie geht's? Wie stehen die Dinger? Wir haben seit Ewigkeiten nichts von dir gehört. Hier unten hat sich nicht viel geändert. David denkt noch immer, dass er surfen kann. Die Vorträge über... Ja. Na, valaki érdeklődik, hogy hogy vagyunk meg, hogy jönnének látogatóba Casablancába. Talán valami Catherine, vagy nem tudom. Nem tudom ki ez. Na mindegy. Damien Cavanaugh. Őt kell megkeressük. Na. Nem tudom, hogy itt Warty Corpnál mennyire lesznek ellenségesek, vagy nem. Elméletileg nem kellene ellenségesnek lenniük, mert volt volt ugye érvényes jegyem, tehát ebből a szempontból hivatalosan vendég vagyok. Oh, ez az ajtóhang, ez... Oh! Was tust du da? Verschwinde von dort! Diese Exponate sind sehr teuer. Sie sind nicht zum Hiro, was tust du da? Ich sagte ihm, er soll seine Hände von den Ausstellungsstücken fernhalten, Sir. Ich entschuldige mich für das Verhalten meines Enkels. Sie sollten besser auf Ihren Enkel aufpassen, Madam. Wenn du das nochmal machst, Hiro,
gehen wir sofort nach Hause. Und du bekommst keinen Nachtisch heute Abend. Okay. Nem véletlen figyelte annyira azt az őrt. Most vagy őt is, hát így el kell tenni lábalól, vagy el kell terenni a figyelmét, vagy nem tudom. Jó, hogy ezekhez így... Bevor der realistischere, gorillaartige Wartilla in die Produktion ging, wurde dieser frühe Prototyp in einer begrenzten Auflage getestet. Er besaß bereits viele der Verhaltensweisen des späteren, fertigen Wartilla, aber er verfügte noch nicht über das flauschige Fell und die angenehme Persönlichkeit unseres heutigen Lieblings. Anders als der Wartilla, den wir heute kennen, war der Prototyp dazu programmiert, sich von Zeit zu Zeit zufällig nass zu machen. Ein Merkmal, das jedoch sehr kontrovers und ablehnend aufgenommen wurde. Ez a Wartillának az első prototípusa. Érdekes. Lehet a kicsávóval is beszélni? Wow, ez miféle szerkezet ez itten? Úristen, mi a New Robot? Vagy mi a lócitrom ez? Igen. És itt a végső. Nekem ez az őr gyanús, ez folyamatosan itt járkál. Oh. Es ist ein Biometrik-Scanner, wahrscheinlich verbunden mit einem primären Authentifizierungsmechanismus wie Stimmencode oder Zugriffskarte. Nem mondott, hogy el kell lopnom az őrtől a kártyáját. Az nem lesz túl vicces történet. Little Big Cat war der erste Spielzeugrobot der Warticorp, zusammen mit einer sehr populären Animationsshow. In Die unglaublichen Abenteuer von Little Big Cat und Bob bewies die kleine fellbedeckte Robokatze ihren enormen Erfolg. Die Show lief für 8 Jahre und endete in einer außergewöhnlichen Episode, in der Bob, der frühere Kindermörder, Little Big Cat tötete, kochte und aufaß. Die Fans verlangten nach der Rückkehr von Little Big Cat. Und Warticorp überlegt zurzeit, diesen populären, verqueren Spielzeugrobot wieder zurück auf den Markt und auf die Bildschirme zu bringen. Okay. Das erste syrische Robotjuk. Der Original Roboy hat im letzten Jahrhundert etliche Designänderungen erfahren. Diese beiden Versionen, von 2132 und von 2159, waren leichte Variationen von Dr. Pietz' preisgekröntem Originaldesign. Der Roboy auf der rechten Seite des Displays gilt noch immer als ein Meilenstein der ultimativen Verquickung von Form und Funktion der Warticorp. Az előbb láttatok ezt a kamerállást, amikor Zoe felé zoomolt a kamera? Ezeknek a fejének a hátulján, ami ugye ilyen... Még így picit lehet látni a robotnak a fején, figyeljétek a tükröződést. Érted? Nem kell ide semmilyen ray tracing. Érted? Hát ez, nézd már alapból itt milyen tükröződés csináltak 2006-ban. Na jó, nem tragodok tovább. Ez a kicsávó... Lehet előbb a nagyjával kéne beszéljek, nem? Várjál csak. Der erste Bunnybot war über 3 Meter hoch und wog mehr als 300 Kilogramm. Jesus. Nach einigen unglücklichen Unfällen, von deren Verantwortlichkeit Warty jedoch vollständig freigesprochen wurde, ging eine kleinere und leichtere Version in die Produktion. Der Bunnybot ist und bleibt einer der beliebtesten Spielzeugrobots der Warticorp. Und er wird immer noch auf der ganzen Welt an glückliche Kinder und verantwortungsvolle Erwachsene verkauft. 300 kilós robot, te úristen. Ez, ja, itt nincs is.
Rowboy, hier in der Originalversion zu sehen, stellte die fünfte Generation der humanoiden Warticorp-Robots dar. Von Dr. Alvin Peets selbst designt und 2104 herausgebracht, wurde er über Nacht zum Bestseller. Sein besonderes Design blieb für fast 20 Jahre bestehen. Rowboy war für seine gewinnende Art, seine Hilfsbereitschaft und seine unglaubliche Ausdauer berühmt. Außerdem wurde er als der erste Robot mit ADHD bekannt. Okay. És akkor már csak ő van vissza. Der Wartilla der vierten Generation, der 2198 vorgestellt wurde, avancierte bald zum erfolgreichsten Spielzeugrobot der Geschichte. Mit seinen komplexen emotionalen Reaktionen und seiner freundlichen Wesensart wurde der Wartilla ein sehr beliebter Freund und Begleiter für Milliarden Kinder und Erwachsene. Was ist die nächste Entwicklungsstufe unseres Lieblingsrobots? Das wird noch nicht verraten, aber die Zukunft sieht geradezu unglaublich aus. Igen, ugye ilyen van Zoe-nak is, csak jóval kisebb méretű. 2198-ban mutatták be az első ilyen Wartillát. Vagyis a játék akkor 2200 valamennyiben játszódik, de azért nem is ír semmi évszámot. Ja. Na mindegy. Beszéljünk a nagyival. Sie amüsiert sich. Wirklich? Ich liebe es, zum Museum zu kommen. Es ist so sauber und so still. Aber die Ausstellungsstücke interessieren mich nicht. Sie sind mir zu protzig. Akkor aztán sok értelme van idejönned. Az öreg asszony csak azért jött ide, mert itt tisztaság és nyugalom van. Hát az igen. Én azért nem mennék egy múzeumba, de hát ő tudja. Ich hätte mich nicht von ihr hierher locken lassen sollen. Immer wählt sie so einen Mist aus. Ich könnte jetzt auch einen Tauchgang auf den Philippinen machen. Ist das... És a kicsávóval mit tudunk? Er sieht ein bisschen deprimiert aus. Hát miután a nagyja megfenyegette, hát nem csoda. Hallo? Nicht sehr gesprächig, oder? Oder bist du nur schüchtern? Okay. Kérdeztem valamit, te barom. Na jó, csak vicceltem. Eszembe jutott ez a... Egyik filmből volt ilyen részlet. Aztán, vagyis, macska jajban talán? Ez jó. Für diesen Job scheint er genau der Richtige zu sein. Viel Vergnügen bei Ihrem Besuch im Warticorp-Museum. Was? Úgy beszéltük közben ásított. Ez a csávó tud valamit. Ez a csávó nagyon tud valamit. Csak én attól tartok, hogy... Na várja. Hadd próbáljak meg valamit. Most jó messze van a csávó. Mi van akkor? Ó, nem lehet. De ne is az ajtón próbált, hanem itt. Shit! Hey! Hey! Diese Tür ist nur für Angestellte. Wirklich? Oh, tut mir leid, ich suche nach einem Waschraum. Kein Waschraum, nur für Personal. Tut mir leid. Die einzige Möglichkeit, wie ich daran vorbeikomme, ist, wenn Olivia mir ihre Hand leiht. Natürlich nicht wirklich. Das wäre ganz, ganz falsch. Hívjam fel akkor! De nem tudom felhívni. Töfne. Itt a legújabb üzenet, várjál, ez jött Oliviától, ugye?
El, mint Liv, gondolom. Azt mondja, hilfe, hab deine Nachricht erhalten, Schätzchen. Megkaptam az üzenetedet, kedvesem. Ich bin okay, keine Sorge. Vele minden rendben, ne aggódj. Ich hab die Position unseres Freunds im Vati HQ ausfindig gemacht. Megtaláltam a barátunk pontos pozícióját a földi szálláson belül. Ez a vierte Stockwerk, Abteilung 2. Negyedik emelet, második, hát a részleg. Es sollte heute nicht allzu viele Leute in diesem Teil des Gebäudes geben. Ma elvileg nincs olyan sok ember az épületben. Ha valahogy fel tudsz jutni, akkor biztosan megtalálod. Ami az ajtót illeti, most aktualizáltam a mobil, tehát elvileg most már be tudok jutni. Igen, mert ugye most már csak ilyen SMS-ben, ja, ki tudja, 2200 valamennyiben még az SMS-t SMS-nek hívják, de hogy csak üzenet formájában tudunk ugye kommunikálni Oliviával. Így. Sie schon wieder? Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie sollen von dieser Tür fernbleiben? Sie ist nur fürs Personal. Ups. Mein Fehler. Ich brauche wirklich einen Waschraum. Ich sagte es bereits, kein Waschraum. Richtig. Entschuldigung. De nem azt mondta Olivia, hogy most már be tudunk menni az ajtón. Vagy most akkor mi van? I don't get it. Van még egy tervem. Aha, az a baj, most... De... Most rossz irányba néz a csávó, az őr. De hogyha idejön, akkor errefele fog nézni, és akkor megpróbálom. Nem tudom, van-e lehetőség arra, hogy kizsebeljem. Nem tudok mást. De az kéne, hogy... Csávó elmozduljon a helyéről. De ne oda menj! Mozogjál! Nem. De akkor... Lehet, hogy ez kéne... Ticket... Kaugumi... Mihez fog kelleni vajon még a rágó? Öffne. De akkor itt hogy jutok tovább, mert visszamenni sem tudok. Der Personaleingang. Er führt wahrscheinlich ins Hauptgebäude, was genau der Ort ist, wohin ich gelangen muss. Az a baj, beri azt! Most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy az őr figyelmét valahogy el kéne terelni, de az sem lehet. Vagy de?
Was nun, was nun? Nem tudom, most... Hol bejön, mert harmadszor is. Nem! Also gut, es reicht. Verschwinden Sie von hier. Es war keine Absicht. Ich schwöre es. Nächstes Mal rufe ich die Sicherheit. Következő alkalommal kidobat minket. De akkor hogy jutok ide be? Vagy pont az a cél, hogy... De annak mi értelme lenne, hogyha hívják a biztonságiakat? Lehet, hogy pont az a cél, nem? Húha. Lév. Pedig itt írja. Frissítette a mobilt, elvileg be kéne tudjunk jutni. Akkor miért nem tudok bejutni? Tehát elvileg most már... Es ist ein Biometrik-Scanner. Reszkírozza meg a izét. Biztonsági akarat, hogy mi történik? Tudod mit? Próbáljuk meg. Hey! Hey! Habe ich Sie nicht gewarnt? Bleiben Sie hier. Die Sicherheit ist unterwegs. Aber... Bleiben Sie hier. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Okay. És ha nem teszem meg. Rossz kislány vagyok. És én most mindjárt a biztonságiak. Oké, de hát most én mit tudok itt csinálni? Wen kümmert diese gewaltige Werbekampagne, die sie gemacht haben? Das ist doch alles Kinderkram! Ja. Ich wollte meinen Enkel für diese Kultur begeistern, aber es scheint ihn nicht so sehr zu interessieren. Ich denke, seine Eltern sind schuld. Sie sind zu nachgiebig. Hey! Hey! Habe ich Sie nicht gewarnt? Bleiben Sie hier. Die Sicherheit ist unterwegs. Aber... Bleiben Sie hier. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Hä? Ein Personaleingang zu dem anderen Teil des Gebäudes. Hey, sokáig tart a biztonságiaknak ideérni. Mégiscsak ki tudok menni. És akkor most mit csináljak? I don't get it. Pedig a játék utasításai alapján ugye... Liv frissítette a mobil, tehát elvileg a mobillal meg tudnánk hackelni ezt a bioszkennert. Elméletileg.
Jó, ez meg vissza... Ó, hogy bármikor tudunk ezzel utazni. Na, akkor lehet, hogy kell valakitől kérnünk egy belépő kártyát. Valakinek, mit tudom, akinek van valami problémája, segítünk neki, és cserébe odaadja a belépő kártyáját. Nem tudom, most csak így hangosan gondolkodom. Jeder hier arbeitet in gewisser Weise für die Waticorp. Es gibt keine Arbeitslosigkeit. Mhm. Ich bin sicher, dass in der nahen Zukunft alle Augen auf die Waticorp gerichtet sein werden. Vagy nem erre izére gondolt, Leaf, hanem itt erre? Nem. Nem. Nur für Angestellte, schätze ich. Ja. Ich gehe nicht zurück. Erst wenn ich Risa gefunden habe. Ja. Nicht, dass etwas an der Waticorp nicht in Ordnung wäre, aber ich möchte lieber in einer Firma mit seriöserer Gesinnung arbeiten. Robot-Spielzeug- und Entertainment-Konsolen sind gut und schön, aber sie werden nicht die Welt zum Besseren verändern, oder? Ich überlege, Water-City zu verlassen und nach Afrika zu ziehen. Meine Möglichkeiten hier sind begrenzt. Ohne die Waticorp wäre dies nur eine weitere trostlose Industriestadt. Oh, hallo, Miss Zoe. Hi, Rico. Weißt du, wie man zum... Hm? Oh, wo kann ich... Der Fahrgast... Sem mond semmi újat. Itt sem tudok tenni semmit igazából. De miért is kéne visszajönni? Azt tudni, hogy említett, hogyha vissza kéne jönni, akkor szerintem a játék azt valahogy jelezte volna. Na most akadtam el először úgy igazán. Úgy érzem, hogy most eléggé elakadtam. Menjünk vissza egyszer a múzeumba. De mi a túrót kell akkor ott csinálni? Pedig elméletileg pedig a mobilnak most... Képesnek kéne... Megint most kaptam valami... Ez a legújabb. Rend az alga. Ez a kettő az ugyanaz. De most megint jelezte a játék, hogy van új üzenet. De... Szerintem egyébként ezzel az őr, ennek az őrnek a figyelmét valamivel el kell terelni. Szerintem. De hogy? Hey! Habe ich Sie nicht gewarnt? Aber... Bleiben Sie hier! Thank you.
Nem tudom. Én mondom őszintén, nem tudom, hogy most mi van. Pedig... Látjátok, Liv kétszer is elküldte az üzenetet, miszerint az ajtóval most már nem kéne probléma legyen, hogy frissítette a mobiltet, elvileg meg tudnám hackelni ezt a szkennert itt. De nem lehet. Beri azt. Nem működik a mobilnak a frissítése. Akkor ilyenkor mi van? Ich hätte mich nicht von ihr hierher locken lassen sollen. Immer wählt sie so einen Mist aus. Ich könnte jetzt auch einen Tauchgang auf den Philippinen machen. Várjál csak! Mi van akkor? Van egy utolsó ötletem. A kölyöknek adok rágógumit, Az megrágja, azt valahova rá fogja ragasztani, és azzal el fogja terelni az őr figyelmét. Möchtest du einen Kaugummi? Ja, aber ich darf keine Bonbons von Fremden annehmen. Oder mit Fremden reden. Oder Fremde ansehen. Es ist kein richtiges Bonbon. Es ist ein Kaugummi. Oh, wirklich? Okay. Danke. Es schmeckt wirklich gut. Na, ich muss csinálj valami rosszaságot, kleiner Bengel. Tereld el az őr figyelmét, légy szíves. Ticket. Csak hogyan mi? Wie ist der Kaugummi? Wirklich gut. Vielen Dank. És ezzel most előrébb jutottam? Vagy most mi van? Mein anderer Enkel, Ren, passt auf meine Enkelin Rico auf. Sie wollten heute nicht mitkommen. Ich verstehe gar nicht, warum. Hat der Samtel schon nicht wann? Ich liebe es, zum Museum zu kommen. Es ist so sauber und so still. Aber die Ausstellungsstücke interessieren mich nicht. Sie sind mir zu protzig. De ilyenkor miért nem ajánl fel a játék egy olyan lehetőséget a párbeszédnél, hogy elmondjuk neki az igazat, hogy elmondjuk a nagymaminek, hogy Ren valójában elment csajozni, és ott hagyta a kis csajt. Én azt hittem, hogy a kis csávó valamit csinálni fog, de nem csinál semmit. Mi nem csinál semmit? Mi van... Várjál! Mi van akkor? Lehet, hogy azért lehet visszamenni... Oda kéne adni Rikónak a jegyet? Elképzelhető? Lehet, hogy oda kell neki adni a jegyet. Ezt még meg kell próbáljam. Úgyse jutok egyelőre tovább, úgyhogy... Nincs több ötletem. Aha! Ich kann ihr mein Ticket nicht geben. Ich brauche es mehr als sie. Na, das gibt's doch nicht! Nem lehet neki odaadni. Istenem! Jó, akkor nem tudom, hogy hogyan tovább. És
És én gondolkodom, agyalok, hogy mit lehetne. VTF! Mire gondolt itt a költő? Ich brauche mein Handy, um die Maschine benutzen zu können. Igen, de az meg nem működik, ugye? Nem lehet megszurkálni a csávót ezzel? Nem. Mit akarsz tőlem, játék? Mit akarsz? Hogyan kell tovább menni? Ich kann ihr mein Ticket nicht geben. Ich brauche es mehr als sie. De ezért meg nem tudok. Oh, hi Rico. Wann kommt deine Oma? Ich weiß es nicht. Das dauert ja noch ein paar Stunden. Ich bin okay. Auf Wiedersehen. Oh. De akkor miért nem lehet csinálni olyat, hogy mondjuk magunkkal visszük, mert ugye Oma ott van benn már a múzeumban, hogy akkor miért nem vihetem magammal mondjuk? Az sem véletlen, hogy vissza lehet ide jönni a cable car-ral. De miért? Ezt most itt totál nem értem. És megint ott a jel, látod? Ich gehe nie ohne mein Handy von zu Hause weg. Fast nie. Na, és itt van harmadszor is. Tessék, látod? Itt írja, hogy live elvileg... Én attól tartok, hogy ez egy bug lesz. Az a legnagyobb félelmem most, hogy szerintem én itt valamilyen bugba futottam bele. Habe ich sie nicht ge... Aber... Bleiben sie... Nem, na jó, akkor csináljuk azt, nincs más, sajnos itt most külső segítséget kell igénybe vegyek. Fogalmam sincs, hogy most mit kell csináljak. Nem tudom egyszerűen. Nekem az a gyanúm, hogy egy bug. Mert ugye ahhoz, hogy ide bejövök, ugye mindig megkapom a lifttől azt az üzenetet, hogy megoldotta az ajtó problémát, de valójában nem működik. Úgyhogy megpróbáltam mindent, reméltem, hogy a kicsávonak odaadom a rágót, akkor itt valamit itt megint rosszalkodni fog, aztán elteri az őr figyelmét, és akkor úgy tudnék bemenni a... De nem. Igen, ott ki tudunk menni, ez a kijárat. Nem értem, hogy mit vár el tőlem most a játék. Totál nem értem. Ja, úgyhogy minden esetre nyomok egy új mentést. Ja, jó, mindjárt akkor visszatérek, megnézem, hogy mi most mi van, sajnos segítséget kell igénybe vegyek, úgyhogy, na mindjárt, egy pillanat. Na itt vagyok, hát... Ez...
Hogyha ez működni fog, akkor nagy fekete pont a fánkomnak, mert erre nem jöttem volna rá. Elvileg, ugye láttuk, amikor először bejöttünk ide, hogy a kicsávó megérintette ezt a robotot, és akkor megint megszólalt a riasztó. Elvileg nekünk ezt megint meg kell tenni. Bitte, Madam, berühren Sie keine Ausstellungsstücke. És ez után elvileg megkérhetjük a kicsávót, hogy terelje el az őr figyelmét. Schmeckt dir denn Kaugummi? Ja. Fein. Vielleicht kannst du mir auch einen Gefallen tun. Womit denn? Ich bräuchte dich, um die Wache abzulenken. Kriegst du das hin? Vielleicht. Aber Obasan wird sehr, sehr ärgerlich sein, wieder mal. Bitte. Es ist wirklich für einen guten Zweck. Ich verspreche es dir. Und es wird Spaß machen. Bist du wirklich eine Erwachsene? Bin ich. Weil ich nur auf Erwachsene hören darf. Okay, ich helfe dir. Pass auf. Ez annyira nonsens. Ez komplett bullshit nonsens. De komolyan. Fánkom, ez miért kellett? Ez... Oh, Istenem... Az ilyen teljesen értelmetlen, ostoba, logikátlan lépések, ezek annyira el tudják rontani a játékelményt, tényleg. Hey! Gojira! Gojira! Jó, az ott el lesz vele. És most... Ja, mert folyamatosan szól a riasztó, és most tudjuk meghekkelni ezt itt. Ó, Jézus Úristen! De nem találom. Nem találtam a szimbólumot, esküszöm. Ez messze nem olyan egyszerű, mint aminek tűnik. Hol az utolsó? Nem látom. Itt van. Ilyen egy... Totál ajrémet hallod. Hát ezt nem hiszem el, komolyan mondom. Az a bajom, na hadd magyarázzam el, tehát hogy azért, ez azért egy hatalmas nagy hülyeség, azért nagyon nagy bullshit az egész. Tehát gyakorlatilag ugye tényleg igazam volt, és jó volt az eredeti teóriám, stimmelt, jó gondoltam, a kicsávónak kellett elterelni az őr figyelmét, de ami egy hatalmas nagy marhaság a fánkom, de a fejlesztők részéről, hogy miután én odaadtam neki a rágógumit, az lett volna logikus, hogy rögtön miután odaadtam neki a rágógumit és megette, rögtön azután kellett volna megkérdezni Zoe-nak, hogy elterelje a figyelmet, az rögtön meg kellett volna kérni, hogy figyelj, odaadtam rágógumit, akkor légy szíves és tegyél nekem egy szívességet. Nem így van. Csak Zoe csak akkor hozza föl ezt a témát, akkor kéri meg a kicsávot, miután Zoe is beüzemelte ugyanazt a riasztót, amit a kicsávó egyszer már megtett. Tehát ebben mi a logika? Semmi. Nuku, nyista, nada. Ez bullshit. Minek? Miért kellett aktiválni a riasztót ahhoz, hogy megkérjük a kis csávót arra, ami tök evidens volt? Miért kell az riasztó, hogy megkérjük a kis csávót, hogy terelje el az őr figyelmét? Nonsens! Ez... Oh, Istenem, fánkom! Miért? Ez hülyeség! Ó, Isten, ez annyira, de olyan, azért vagyok mérges az ilyenekre, mert olyan brutál mértében tönkre tudja tenni a játékelményt, amikor egy... És ugye ez a legtipikusabb, leggyakrabban előforduló hiba az úgynevezett point and click kalandjátékokban, hogy pont azt teszik tönkre a játékelményt, és ez a legnagyobb hibája
annak a műfajnak, a Point and Click műfajnak, hogy amikor nem jössz rá, hogy mire gondolt a költő, a fejlesztők mire gondoltak, mert hogy néha olyan nonsense, teljesen logikátlan hülyeséget kell csinálni, amire az ember persze, hogy nem jön rá, hogyha logikusan gondolkodik. Soha büdös életben. És ez sajnos egy ilyen. Eddig nem volt ilyen hülyeség a játékban, ez az első ilyen. És ezért haragszom most nagyon a fánkomra, hogy ez miért kellett így? Tehát ez... Jemand vergaß sein Schließfach abzusperren. Megpróbálok túllépni rajta, de én az ilyen miatt nagyon mérges tudok lenni. Da drin liegt eine Uniform. Sie gehört wahrscheinlich einem Wartungsarbeiter oder einem Reiniger. Egyenruha. Szerintem akkor azt fel kell vegyük, és az oly így van, gondoltam. Aha. Igen. Tiszta Hitman, figyelj már! Kezd átmenni Hitmanbe. Ein Lüftungskanal, der von den Reinigungsbots verwendet wird. Er verbindet verschiedene Teile des Gebäudes. És be tudok ide menni? Das ist meine Chance. Ich muss mich beeilen. Aha. Ezzel itt nem tudok. Das ist meine Chance. Ich muss mich beeilen. Verschlossen. Oj, Istenem. Wer bist du? Bist du neu? Neu? Ganz im Ernst, ich arbeite hier seit mehr als einem Jahr. Sie sehen wohl nicht die Person, sondern offenbar nur die Uniform. Typisch. Nun, natürlich erkenne ich dich. Du bist... Tara. Ich wollte gerade ins dritte Stockwerk, um die Verkaufsautomaten durchzuchecken. Oh, okay. Bis später. Lass mich den Aufzug für dich holen. Köszike! Ez most bejött. Also... Hm? Nichts. Schon gut. Was? Sorry, ich hab mich nur geräuspert. Trockene Luft? Sorry. Oh. Verzeihung, die Luft. Trocken. Mhm. Fast da. Okay. Sehr geehrter Gast, halten Sie bitte sofort an. Sehr geehrter Gast, bitte verlassen Sie die Wartezone nicht ohne eine autorisierte Eskorte. Danke. Haben Sie einen erfüllten und produktiven Tag. De most, hogy elment? Ó, el tudok ide bújni előle! Oké, ez átment, ez telesztelt lesz innen. Verschlossen. Shit. Nem tudom, hogy mennyi időm van, míg visszajön ez a köcsög. De nem véletlen lehet ide elbújni. Miért lehet ide elbújni? Hmm.
Miért lehet ide elbújni? De úgy látom, hogy nem akar visszajönni az a valami. Verschlossen. A mobil sem tudja kinyitni. Ha csak... Nem. Oké. Okay. Uha. Most megy vissza. Verschlossen. Nein! Ihr unautorisiertes Eindringen hat meine Sicherheitsroutinen ausgelöst. Ich fahre fort mit dem Einsatz von Gewalt. Unsere sehr geehrten Gäste werden gebeten, hinter der Linie und innerhalb der Wartezone zu bleiben, bis eine autorisierte Eskorte eintrifft. Unsere sehr geehrten Gäste... Ein Sicherheitsvogel, wahrscheinlich ausgestattet mit einer Art... Unsere sehr geehrten Gäste werden gebeten, hinter der Linie und innerhalb der Wartezone zu bleiben. Unsere sehr geehrten Gäste werden gebeten, hinter der Linie und innerhalb der Wartezone zu bleiben, bis eine autorisierte Eskorte... Unsere sehr geehrten Gäste werden gebeten, hinter der Linie und innerhalb der Wartezone zu bleiben, bis eine autorisierte Eskorte eintrifft. Dank, sehr geehrter Gast. Bitte verlassen Sie die Wartezone nicht ohne eine autorisierte Eskorte. Danke. Haben Sie einen erfüllten und produktiven Tag. És akkor ez így hogy? Itt észrevesz, ugye? Az életem meg nem töltődik vissza. De ez nem jó, hogy fél HP-val jövök ám ide. Szerintem ez így nagyon nem jó. És nem tudok mivel HP-t tölteni. Most már tele van a HP-m. A játék visszatöltötte, ez az. Puh. Das muss das Büro von Damien Kavanagh sein. Und das ist die einzige Person, die ich hier sehe, also... Damien? Hallo? Kann ich Ihnen helfen? Ich suche Damien Kavanagh. Der bin ich. Womit kann ich helfen? Ich habe heute meinen freien Tag. Ich arbeite nicht hier. Ich bin eine Freundin von Reza Temis. Jericho. Jericho? Oh Mann, wie konnte... Warten Sie einen Moment. Lassen Sie mich... Was haben Sie gemacht? Ich habe nur dafür gesorgt, dass dies ein Privatgespräch bleibt. Wie sind Sie hier hereingekommen? Dieser Ort ist eine verdammte Festung.
Ich werde immer besser Wege in unbezwingbare Festungen hineinzufinden. Ich bin Zoe. Damien, Kev... Okay, das wissen Sie ja schon. Was mich etwas irritiert. Ich sagte Jericho, dass er mit niemandem über mich reden soll. Hat Jericho Sie... Hat er dich geschickt? Ist das du okay? Ich konnte ihn nicht mehr erreichen. Er ist schon in Ordnung. Jericho ist fort. Irgendetwas ist ihm zugestoßen. Aber er hat mir genügend Informationen hinterlassen, um sie... um dich zu finden. Er ist verschwunden? Verdammt, das ist nicht gut. Was ist mit Rio? Sie wollte Jericho aufsuchen, vor 5 Tagen. Ist sie... steht ihr euch nahe? Wir arbeiten zusammen. Warum? Was ist passiert? Ich fürchte, sie ist tot. Was? Ist das dein Ernst? Meine Güte, ich war viel zu unbesorgt. Ich hätte sie nie bitten dürfen zu gehen. Was ist ihr passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe sie in Jerichos Apartment gefunden. Sie war an dieses weiße Plastikding angeschlossen und Kabel führten in ihren Kopf. Der Dreamer. Was? So nennt man es. Ein Dreamer. Es sollte aber niemanden umbringen. Ich weiß, man hat mich auch schon an einen gehängt. Wer hat dich an einen Dreamer angeschlossen? 2 Mädchen, Zwillinge. Ich weiß nicht, für wen sie arbeiten, aber ich schätze, sie haben mit deinem Konzern zu tun. Ich habe sie hier schon gesehen. Sie arbeiten für Mrs. Gilmore, unsere Präsidentin. Ich glaube, sie haben auch Rio dran gehängt. Und sie sind hinter Jericho, hinter Reza her. Ich hoffte, er hätte es bis hierher geschafft. Ich habe seit Donnerstag nichts von ihm gehört. Sorry. Rio rief mich an, als sie in Casablanca angekommen war. Sie sagte, dass sie sich mit Jericho getroffen hätte. Das muss unmittelbar vor... Ich fand sie in Jerichos Apartment und Minuten später überfielen mich dort Leute vom Ei. Ich wurde festgenommen, aber sie ließen mich am nächsten Morgen wieder frei. Gibt es denn irgendjemanden, der in diese Sache nicht verstrickt ist? Welche Sache? Ich bin Reza gefolgt, um ihm zu helfen. Er ist mein bester Freund. Aber ich weiß nicht, um welche Sache es sich dreht, in was ich mich da verstrickt habe. Nun, Reza ist verschwunden und du bist die einzige Spur, die ich noch habe. Kannst du mir bitte sagen, was das für eine Sache ist? Du weißt von nichts? Nur, was ich auf dem Weg hierher aufgeschnappt habe. Reza hat mir nie von seinen Stories erzählt. Ich weiß, dass die Warty Corp an etwas arbeitet und dass sie es an Leuten in Newport ausprobiert. Du hast es den Dreamer genannt. Ich weiß, dass dieser Dreamer wahrscheinlich etwas mit der Stasis zu tun hat. Und das ist vermutlich das, was Reza in der Hauptsache herausfinden wollte. Und ich weiß auch, dass Warty Corp all das um jeden Preis unter Verschluss halten will. Selbst wenn der Preis Menschenleben sind. Abgesehen davon, ich habe keine Vorstellung, wer du bist, was du Reza erzählt hast, was Rio in seinem Apartment tat und was um alles in der Welt dieser Dreamer ist. Also will ich, dass du meine Wissenslücken füllst. Ich gehe nicht eher, bis du es getan hast. Ich bin zu weit gegangen, um jetzt wieder umzukehren. Wenn ich Reza nicht helfen kann, will ich wenigstens wissen, warum nicht. Ich will die Wahrheit wissen. Richtig. Okay. Ich verstehe, dass du die Wahrheit hören willst. Ich wünschte, ich könnte sie dir erzählen. Ich spiele hier mit dem Feuer, Zoe. Ich weiß nicht, wer du bist. Nach dem wenigen, das ich weiß, könntest du auch für den Konzern arbeiten. Aber wenn das so ist, wäre ich ohnehin schon erledigt. Also, du hast mit allem recht. Wir, die Warty Corp, arbeiten an einer großen Sache, dem Dreamer. Es ist ein Gerät, mit dem du alles träumen kannst, was du willst. Bewusste Träume. Du bist wach und kannst sie kontrollieren. Kannst du dir die Möglichkeiten vorstellen? Jedes andere Entertainment-Medium würde über Nacht verschwinden. Warum einen Film ansehen, wenn du ihn träumen kannst? Es wird als das größte Ereignis in der Geschichte angesehen. Und es soll in ein paar Monaten auf den Markt kommen. Allerdings, vor ungefähr 3 Monaten geschah etwas. Es gab eine Kontamination im Netzwerk, die jede Dreamer-Konsole mit dem Dreamcore, dem zentralen Prozessor, verband. Ich arbeitete am Netzwerkprogramm, den Teilen, die die Dreamer mit dem Dreamnet verbanden. Als das Problem aufkam, baten mich meine Chefs, eine Gruppe zu leiten, die das Problem von dieser Seite her identifizieren sollte. Wir sollten die Fehler beseitigen. Was wir entdeckten war, dass das Dreamnet kurz davor stand, außer Kontrolle zu geraten. Es gab eine Kontaminierung, aber es war kein Programmfehler. Es stammte nicht von innen. Wir entdeckten, dass sich jemand in das Netzwerk gehackt und einen Virus oder einen Wurm freigesetzt hatte. Etwas Schleichendes, das ich anpassen konnte. Ich brauchte nicht lange, um herauszufinden, dass es eine Beziehung zwischen der Stasis und unseren Problemen gab. Die Stasis war aber nicht die Ursache. Sie war der Effekt. Was immer das Dreamnet auch infiltriert hatte, leckte. Ich habe leider kein besseres Wort, ins Netz hinaus und rief Pannen und Systemabstürze hervor.
Als ich das meinen Vorgesetzten sagte, wurde ich angewiesen, keine Fragen zu stellen und an der Problemlösung weiterzuarbeiten. Also tat ich, was mir aufgetragen wurde. Zugleich aber fing ich an, auf eigene Faust tiefer zu graben. Zu dieser Zeit traf ich Rio. Sie arbeitete an den biologischen Systemen, unter denen unser Code und das Dreamnet liefen. Der zentrale Prozessor, der als das Dreamcore bekannt ist. Sie hatte auch schon weitergegraben und sie landete wie ich in einer Sackgasse. So begannen wir zusammenzuarbeiten, um die Kontamination einzugrenzen. Wir sahen, dass die Stasis früher oder später zu Warticorp zurückverfolgt werden würde und dann wären wir arbeitslos. Abgesehen davon wurde es ernst. Leute starben. Wir gruben weiter und eines Tages, vor etwa einer Woche, entdeckten wir etwas, das alles veränderte. Wir entdeckten die Wahrheit hinter dem Project Altera, hinter dem Dreamnet, hinter den Dreamers. Warty entwickelt diese Dinge nicht, um die Leute zu unterhalten. Es ist ganz anders. Sie wollen die Menschen ausspionieren und kontrollieren. Das Dreamnet wurde erschaffen, um die Träume der Leute aufzuzeichnen. Und das Dreamcore soll sie analysieren. Die Warty Corp kann aus jedem, der je an einen Dreamer angeschlossen wird, private und persönliche Informationen extrahieren. Und das ist nur der Anfang. Indem Daten durch den Dreamer zurückgesandt werden, kann man Gedanken, Anweisungen, selbst hypnotische Suggestionen in die Köpfe der Leute schicken. Dreamnet ist das größte Gehirnwäscheprojekt aller Zeiten, getarnt als harmloses Entertainment-Projekt. Und nun hat sich jemand hineingehackt. Was? Oh ja, natürlich. Jemand versucht, die Kontrolle über das Netzwerk zu erlangen. Über die gefährlichste Waffe aller Zeiten. Rio und mir wurde klar, dass wir das jemandem sagen mussten. Aber wir wussten auch, dass der Konzern alles tun würde, um sein Geheimnis zu bewahren. Hätten wir uns an die Medien gewandt, wären wir tot gewesen. Wir brauchten jemand, der den Mumm hatte, Warty bloßzustellen, während unsere Identitäten gewahrt blieben. Die totale Ausbeutung. Wer wäre besser geeignet, eine Verschwörung zu enttarnen, als Jericho mit seinem berüchtigten Verein? Wir wussten, dass er keine Angst haben würde, gegen die Warty Corp anzugehen. So nahmen wir Kontakt auf und dann ging Rio nach Casablanca, um ihn zu treffen. Sie nahm einen Dreamer-Prototyp mit, um zu beweisen, dass sie nicht verrückt war. Wir kannten das Risiko, aber was sollten wir sonst tun? Und jetzt? Ich kann nicht glauben, dass Rio tot ist. Und Jericho? Ich fürchte, dass alles noch eskalieren wird, wenn nichts getan wird. Die Stasis wird schlimmer werden, das Dreamnet wird infiltriert und der Konzern wird den Dreamer herausbringen. Wie auch immer man es dreht, es wird furchtbar werden. Wirklich furchtbar. Das ist... Bist du dir all dessen sicher, Damien? Es klingt wie Science Fiction. Die Leute, die daran arbeiten, scheinen zu glauben, dass so etwas unmöglich wäre. Und der Dreamer funktioniert. Ich habe ihn viele Male getestet. Es ist unglaublich. So etwas hast du noch nie erlebt. Aber zu wissen, dass sie Zugang zu deinen innersten Gedanken haben... Ich werde ihn nie wieder benutzen, das ist sicher. Nicht nach dem, was ich nun alles weiß. Kannst du irgendetwas tun, um das zu stoppen? Ich weiß es nicht. Ich denke darüber nach, seit ich die Wahrheit dahinter erkannte. Die Stasis beginnt, Menschen umzubringen. Und wenn der Dreamer herauskommt... Ich wage nicht, darüber nachzudenken, was dann wäre. Nun ja, es könnte etwas getan werden, aber ich schaffe es nicht allein. Der Plan war, dass Rio mir helfen würde, wenn sie aus Casablanca zurückkam. Ich weiß nicht, wem ich sonst trauen kann. Deswegen hänge ich etwas fest. Du kannst mir vertrauen. Ja, ich weiß, aber du bist nicht... Ich kann dich gar nicht fragen. Warum willst du in dieser Sache helfen? Warum? Warum sollte ich da nicht helfen? Vielleicht bin ich nicht näher dran, Risa zu finden. Aber ich kann meinen Teil dazu beitragen, diese Verschwörung zu zerschlagen. Es ist zu gefährlich. Du könntest erwischt werden oder Schlimmeres. Wenn du wüsstest, was ich während der letzten paar Tage durchgemacht habe, würdest du das nicht sagen. Was auch immer ich jetzt deiner Meinung nach tun sollte. Ich werde es tun. Bist du sicher? Damien, wir haben keine Wahl. Genau das hat Risa getan. Er hat einen Standpunkt bezogen. Er hat sein Leben riskiert, um Warty Corp zu entlarven. Ich kann nicht mehr davor weglaufen. Ich muss das tun. Für Risa. Für alle. Für mich. Es klingt, als hättest du dir das wirklich überlegt. Okay. Wenn du dir sicher bist? Ja, ich bin sicher. Nun bist du gerade noch im richtigen Moment gekommen. Aber wenn wir dies tun wollen, dann müssen wir es jetzt tun. Sag mir nur, was wir machen werden. Ich bin bereit. Okay, gut. Wir brauchen einen Beweis. Wir müssen herausfinden, woher der Eindringling stammt. Und wir müssen die Stasis daran hindern, noch mehr Schaden anzurichten. Und wie machen wir das alles? Ich muss hierbleiben. Es ist der einzige Ort, von dem aus ich auf das System zugreifen kann. Du hingegen? Du musst dich auf eine lange Reise in den Warty-Untergrund begeben.
Von dem Zeitpunkt an, da ich diese Tür öffne, hast du noch 30 Minuten Zeit, bis hinunter nach minus 58 zu kommen. Das sollte nicht so schwer sein. Eigentlich musst du nur immer abwärts gehen. Ich bin gut in Form. Du siehst definitiv auch so aus. Okay, einen Moment noch. Also gut, Zoe. Du weißt, was zu tun ist? Ich gehe runter zum Sublevel 58. In exakt einer halben Stunde von jetzt an schaltest du den Alarm ab und ich öffne die Tür. Vergiss nicht, wenn du hindurch bist, wird die Tür von den Sicherheitssystemen als wartungsbedürftig eingestuft. Falls du sie vor der vereinbarten Zeit wieder öffnest, sind wir geliefert. Verstanden. Und der Rest? Habe ich auch verstanden. Alles. Gut. Vergiss nicht, dass ich dich nicht rufen kann, während du im Gebäude bist. Wir hören nichts voneinander, bis alles vorbei ist. Ich wünsche dir alles Glück, Zoe. Danke, Damien. Ich dir auch. Boah! Alter Schwede! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ez egy kicsi sok volt így egyszer. Menteni kell. Na! Tehát... Egy pillanat. Összegezzük, mi történt. Ez nagyon sok információ volt. Tehát találkoztunk Damiennel. Igen. Aki ide itt dolgozik. Na most, létezik az a virágszerű valami. Ami ugye... Hát kómaszerű állapotba juttatja a... mondhatni a használóját, ugye egyszer Zoe-ra is rácsatlakoztatták, és utána kerültünk át Arcadia világába. Ez a Dreamer. Na most, ez egy olyan eszköz, ami titokban ez a Vaticorp fejlesztett ki, mert néhány hónap múlva a piacra akarják dobni. Na most a hivatalos tárnunk, a hivatalos... Na, nem jut eszem a magyar megfelelő, tehát... Az álca szöveg az, hogy ez lesz minden idők legjobb entertainment, tehát a szórakoztató eszköze, hogy ez gyakorlatilag ennek a segítségével úgy tudsz álmodni, hogy közben ébren vagy, és az álmokat közvetlenül tudod irányítani. Tehát konkrétan bármit tudsz így álmodni. Tehát az embernek a közvetlen a tudatalattiát tudja ez irányítani az eszköz. Viszont a valódi ok nem ez. Ez csak ugye a tárnunk szöveg. Tehát ez csak az álca ugye a média felé. Ugye. A valóság az, hogy akit egyszer rákötnek erre a Dreamerre, gyakorlatilag annak az illetőnek az agyából a bármilyen gondolatot, bármilyen információt a gondolatai legmélyéről ki tudnak nyerni. Vagyis ez gyakorlatilag ez egy agymosó program, ez egy hatalmas nagy összeesküvés, ha így tetszik. Gyakorlatilag minden embert a Földön ezzel akarnak irányítani. És... Hát ugye pont ezért kérték meg Jerichót, a Rizát, ez a két emberke, hogy csak ő, neki volt elég hát bátorsága ahhoz, hogy ezt az egész összeesküvést így feltérképezze, és majd világe kürtölje, csak hogy közben ugye Rio sajnos oda veszett. Jerichóról nem tudjuk, hogy hol van, tehát már csak Damien maradt. Aztán van ez a DreamNet, ugye az egész hálózat, ahol az adatokat tárolják, van a DreamCore, ez a központi processzor, ami ugye kielemzi, analizálja az összes kinyert adatot, amit ugye a felhasználókból nyernek ki. Ja, és hát most le kell menni a sublevel 58-ra. Ja, csak... De.
Igen, igen, viszont a sublevel 58, langsam eine halbe Stunde von jetzt an, schalte so den Alarm ab. Und ich öffne die Tür. Hast du noch 30 Minuten Zeit, bis hinunter nach zu kommen? Igen, ez aggaszt engem a legjobban. Van egy fél órás időlimit, hogy 30 percünk van lejutni az 58-as, pontosabban mínusz 58-as szintre. Na most, azt nem tudom, hogy a valóságban is számolja-e a játék ezt a 30 percet, vagy ez csak ilyen, kizárólag ilyen sztori related cucc, hogy a valóságban nem számít az idő, vagy számít. Én attól tartok, hogy számít. Tehát, hogy a valóságban is 30 percünk van leérni a mínusz 58-as szintre. Viszont szerintem ez nem úgy fog menni, hogy csak futunk le a létrán, mert biztos vagyok benne, hogy bizonyos szinteken valamilyen akadályba fogunk ütközni, ez 100%. Úgyhogy ez egy időlimites küldetés lesz, szerintem. Arra tippelek. Úgyhogy tényleg egy nagyon nagy kalamajkába keveredett az expasink, mert most már Zoe is. De mivel ez egy félórás küldetésnek ígérkezik, most ebben itt nem kezdenék bele, hanem a következő részben. És akkor... Nein! Csak hogy ne menjen az idő. Így is veszettem pár másodperces. Na és innen fogjuk akkor folytatni. Jó. Fogalmam sincs, hogy fog ez sikerülni, hogy fog menni. Nem tudom, hogy tényleg kell-e sietnem. Tényleg nem tudom, hogy a valóságban is figyeli el a játék 30 percet. De mivel, mondom, én arra tippelek, hogy igen. Nem véletlen emelte ki többször mindkét karakter az, hogy fél óra, fél óra, fél óra. Úgyhogy... Igen, hát az ilyet pont, hogy nem szeretem, ugye? Én utálok sietni, rohanni, kapkodni. Ezt gyűlölöm a legjobban egy játékban. Úgyhogy lehet, hogy semmi időm nem lesz nézelődni. Úgyhogy a következő részben... Hát... Akkor sietni fogok lefelé. A mínusz 58-as szintre. Ha tetszett ez a rész, nyomj egy lájkot, és innen folytatjuk. Szevasztok!